Hallo ihr Lieben, ich bin Isi von Tintenwelten und heute gibt es die Rezension vom Subvoting für den Monat April. Und zwar ist es nämlich heute Die Buchspringer von Mechthild Gläser. Das hat 380 Seiten, hat 4 Sterne von mir bekommen. Eigentlich schon 4,5 würde ich fast sagen, denn es war ein richtig, richtig tolles Buch über Bücher und Bücherliebe. Also mir hat es richtig gut gefallen. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Buch und wer Bücher liebt, wer Geschichten über Bücher liebt, der muss da unbedingt mal einen Blick drauf werfen. In diesem Buch geht es um Amy, die mit ihrer Mutter auf einer Insel Urlaub macht, wo die Mutter aufgewachsen ist, allerdings dann in der Jugend geflohen ist, als sie schwanger war, mit Amy halt eben. Und eigentlich nie mehr zurückkehren wollte, doch es ist jetzt was in ihrem Leben passiert, was halt eben irgendwie eine Auszeit erfordert, warum sie nicht mehr zu Hause sein wollen. Und so verbringen sie halt eben die Ferien dort auf dieser Insel, wo sehr, sehr, sehr wenige Menschen leben, denn es ist sozusagen eine versteckte Insel mit besonderen Menschen darauf. Denn Amy erfährt schon direkt in den ersten Tagen, dass sie eine besondere Gabe hat. Sie ist nämlich eine sogenannte Buchspringerin, das bedeutet, sie kann in Geschichten hineinspringen und soll diese eigentlich nur als stiller Beobachter halt eben überwachen, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht, dass die Geschichten ihren Lauf nehmen und darf nicht eingreifen, denn jedes Eingreifen kann halt eine Veränderung der Geschichte hervorrufen und somit ja die Geschichte umschreiben oder die Geschichte auch tatsächlich zerstören, je nachdem, was halt passiert. Und genau das ist nämlich das Problem, denn es gibt so einen Übeltäter, der in die Geschichten eingreift, wodurch sehr, sehr viele Dinge verändert werden, wodurch die Geschichten teilweise zerstört werden, beziehungsweise die Handlung halt eben schon im Keim erstickt wird. Man kann sich schon denken, es gibt einige literarische Hinweise und Verweise und Anspielungen, was ich richtig, richtig, richtig toll finde. Alibaba, Goethes Werther, Macbeth, Stolz und Vorurteil, das Dschungelbuch, ach, ich könnte ewig so weitermachen, der kleine Prinz zum Beispiel auch. Es ist, alleine das ist schon richtig, richtig cool. Die Idee, die dahinter steckt, ist auch richtig, richtig toll. Die Umsetzung finde ich eigentlich auch ziemlich gelungen. Es ist auch sehr schnell und sehr fix zu lesen, hat einen tollen Schreibstil. Es wechselt auch wieder zwischen den Perspektiven. Und zwar zwischen Amy und Will. Will ist einer der anderen Buchspringer. Es gibt nämlich auf dieser Insel 2 Buchspringer-Familien sozusagen. Einmal die Familie von Amy und dann eben die Familie von Will. Eigentlich ist es so, dass die Familien in der Vergangenheit zerstritten waren, dann ist aber wieder etwas passiert, was ihnen die Augen eigentlich so ein bisschen geöffnet hat, dass sie halt eben zusammenhalten müssen, zusammenarbeiten müssen zum Schutz der Literatur und der Buchwelt. Und das machen sie jetzt halt eben. Und es gibt 3 Buchspringer im Moment auf der Insel, also einmal Amy, Will und dann auch noch die Cousine von Will, das ist dann Betsy. Diese 3 Jugendlichen sollen jetzt halt eben die Buchwelt beschützen und Amy ist relativ schnell klar, dass sie sich auf jeden Fall auf die Spur des Übeltäters begeben muss, um die Buchwelt und die Literatur halt eben zu retten. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Idee finde ich einfach grandios. Ich mag das Buch total gerne. Es ist was anderes, was ganz Besonderes irgendwie. Und ich mochte auch die Charaktere. Es ist natürlich so, dass sie auch teilweise schon mal so ein bisschen unvorsichtig wieder handeln. Vor allen Dingen bei Amy ist das halt so, denn Amy ist jetzt halt eben frisch auf die Insel gekommen. Sie hat keine Ahnung, was Buchspringer sind, hat noch nie was davon gehört. Im Gegensatz zu den anderen, also Will und Betsy, die springen schon seit ihrer Kindheit, ihrer frühesten Kindheit in Bücher und wissen einfach, worauf sie achten müssen, was für Gefahren bestehen. Und Amy schmeißt sich halt völlig ins Geschehen herein, missachtet im Prinzip eigentlich alle Regeln, dass sie nur zu bestimmten Zeiten und unter Anleitung sozusagen springen darf, dass sie sich nirgendwo einmischen soll, dass sie diese Geschichte, in die sie reingesprungen ist, nicht verlassen soll. Eigentlich ist es schon ziemlich verwunderlich, dass sie nicht viel, viel mehr Schaden anrichtet, als sie letztendlich tut. Aber da hat sie wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. Mir hat das Buch auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also die Idee, die Story, die Umsetzung, die Charaktere. Es gibt natürlich auch wieder eine Liebesgeschichte in diesem Buch. Ich mochte einfach die Art und Weise, wie einfach so Hinweise auf andere literarische Werke gegeben wurden. Es ist auch ein bisschen mysteriös und
Es birgt doch einige Geheimnisse und vor allen Dingen auch unvorhersehbare Wendungen. Also ich habe mir das Ende, wie es jetzt letztendlich dann ausgegangen ist, wirklich so nicht gedacht. Es war für mich doch recht überraschend, aber auf jeden Fall sehr gelungen und ich habe mich ja von Anfang bis Ende wohl in diesem Buch gefühlt und habe sehr gerne gelesen. Werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf, denn ich denke mal, wir lieben ja alle Bücher und ich denke, dass es euch auch gefallen wird. Ich hoffe, ich konnte euch Lust machen auf dieses Buch. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, falls ihr das gelesen habt, wenn ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!